Huhu, Leute, ich bin Flascher, willkommen zu Let's Play 4. Entschuldigt mich heute, wenn ich heute vielleicht ein bisschen absacke und ich mich vielleicht ein bisschen komisch anhöre, aber es ist gerade 5 Uhr nachts und ich komme gerade von einer Party. Eigentlich bin ich auch viel zu fertig, um jetzt noch irgendwas aufzunehmen. Ich habe zwar nicht viel getrunken, aber so rein partymäßig, durchhaltetechnisch, bin ich halt einfach total fertig. Aber ich habe mir gedacht, ich kann euch natürlich nicht ohne Video da sitzen lassen. Darum nehme ich jetzt doch noch diesen Part auf. Auch wenn ich dann vielleicht voll abkacke, aber egal. Und noch eine andere Sache, bevor wir anfangen. Ich habe von einem Zuschauer, ich glaube Majib oder Majib, tut mir leid, wenn ich den Namen vielleicht ein bisschen falsch ausspreche, habe ich ein Video zugeschickt bekommen, was bei seiner 4 Special Edition dabei war. Das ist so eine Art Intro-Video zu diesem Spiel mit echten Schauspielern. Da sieht man auch schon Alma und so, ist ganz interessant. Ich werde das Video dann auch mal für euch hochladen und werde es dann einfach ans Ende des Let's Plays anfügen. An Anfang geht jetzt schon nicht mehr, wir haben jetzt schon ein paar Parts hier gezockt, darum werde ich das Video dann einfach ans Ende ran machen, dass ihr euch das alle mal ansehen könnt, dieses Video mit echten Schauspielern. Also ihr könnt euch schon darauf freuen, dass ihr das mal sehen werdet. Ich fand es auf jeden Fall sehr interessant, darum hier an dieser Stelle vielen Dank an Majib dafür, dass er mir das geschickt hat. So, im letzten Video haben wir hier mit diesem Knopf die Rolltore aufgemacht. Das heißt, wir können jetzt hier durch diese Tür. Die wollen wir jetzt eben suchen. Müssen also wieder zurück. Oh. Das ist auch interessant. Ihr seht hier, diese Replikasoldaten sind wirklich gar kein bisschen blutig, auch wenn ich reinschieße. Es spritzt zwar ein bisschen Blut, aber ich kann hier im Prinzip nichts machen. Die sind noch ganz bluten, überhaupt nicht. Allerdings liegt hier ein einziger Replikasoldat, der keine Arme mehr hat. Den hat es beide Arme zerrissen, blutige Stumpen und der ist total blutig, so wie in der Uncut-Version. Wie wir bereits schon, als ich mal mit dieser Laserwaffe hier geschossen habe. Ich habe ja komischerweise, wenn ich hier mit Leute beschieße, dass die Skelette überbleiben, was ja eigentlich nur in der Uncut-Version ist. Aber alles andere war bei mir Cut und jetzt habe ich hier einen einzelnen Replikasoldaten, der auch Uncut ist. Also ich habe da noch nicht so ganz das System verstanden, was in meinem Spiel jetzt Uncut ist und was nicht. Aber ist auch egal. Wir sind jetzt durch einen Checkpoint gelaufen. Müssen jetzt hier wahrscheinlich diesen ganzen Weg wieder zurück. Dieses Tor ist jetzt auf, genau. Und dann können wir wahrscheinlich jetzt auch gleich hier durch das Tor, was hier sein müsste. Genau hier. Sehr gut. Dann gucken wir jetzt erstmal vorsichtig um die Ecke, dass hier auch keine Gegner sind. Aber es könnten natürlich überall welche sein. Ne, hier ist nichts. Sehr gut. Das heißt, hier ist es erstmal leer. Diesen Raum hier haben wir bereits aufgeräumt mit unserem Maschinengewehr, was da oben ist, mit dem da. Das haben wir im letzten Video gemacht, am Ende. Sonst gibt es hier aber, so wie es aussieht, nichts zu finden oder einzusammeln. Nee. Dann gehen wir, würde ich sagen, erstmal hier lang. Da hinten wäre auch noch ein Gang, aber ich entscheide mich erstmal für hier. Guck mal, wo das hin. Das führt auf jeden Fall schon mal nach oben. Aber hier scheinen keine Gegner zu sein. Nee, die sind alle tot. Hier haben wir auch alles erledigt. Hier ist auch nur ein Balkon. Munition können wir sogar gar nicht mehr einsammeln, weil die Knarre voll ist. Hier können wir wahrscheinlich nicht hinter. Und hier ist. Nee, außer Körperpanzerung und eine Schrotflinte finden wir hier nichts. Das heißt, das war total sinnlos, dass wir hier lang gegangen sind, aber dass da Körperpanzerung liegt, merken wir uns schon mal. Und gehen jetzt einfach den anderen Weg entlang. Was haben wir überhaupt für Waffen? Penetrator, die Laserknarre und das, okay. Oh, Scheiße, das ist ein Gegner. Okay. Das heißt, hier haben wir es auf jeden Fall jetzt wieder mit normalen Gegnern. Oh, ich penetrate den jetzt, glaube ich, einfach weg. Habe ich da gerade was rechts neben mir gehört? Kann das sein? Ich ziehe mich mal kurz zurück und schmeiße jetzt einfach mal mit ein paar Granaten um mich. Oh, da kommt irgendwas. Irgendwas steht da und ich weiß aber nicht, ob ich den gerade treffe. Aber egal, wir lassen die einfach mal kommen.
Da ist doch gerade irgendwas explodiert. Ich glaube, da ist sogar die Heavy Armor draufgegangen. Der da. Den hätte ich jetzt fast nicht gesehen. Das war's aber, glaube ich, für den. Ja, die Heavy Armor ist an meinen Granaten explodiert. Sehr gut. So. Ich hoffe, ich habe jetzt hier alle erledigt. Es sieht aber ganz gut aus. Was komisch ist, jetzt geht erst die spannende Musik los. Aber wahrscheinlich ging die erst los, weil ich hier in diesen Bereich gegangen bin. Und da ich schon gegen die Gegner gekämpft habe, als ich noch nicht in diesem Bereich war, geht die Musik jetzt erst los. Und gerade noch nicht. Aber egal, wir haben die hier diese Power Armor oder Heavy Armor ziemlich leicht zerlegt mit ein paar Penetrator-Schüssen und ziemlich vielen Minen, wo der einfach einmal nacheinander reingelaufen ist. Wir haben absolut jetzt in diesem Kampf keine Lebenspunkte, keine Rüstung verloren. Der lief jetzt richtig gut, der Kampf hier. Und wir haben ohne Ende Replikasoldaten gekillt. Das war jetzt richtig gut. Das freut mich natürlich. Und hier scheint aber sonst auch nichts mehr zu sein, oder? Nee. Hier ist wirklich alles tot. Ohne Ende Medikits. Weil sich die Programmierer wahrscheinlich schon gedacht haben, dass hier ein dickerer Kampf kommt und man da auch schon mal ziemlich viele Lebenspunkte verlieren kann. Hier ist aber alles nirgendwo was. Oh, da steht einer. Den habe ich schon gesehen. Der kriegt es einfach direkt mal, während er noch nicht sieht, was mit ihm geschieht. Da hinten ist irgendwas. Genau, da steht nämlich einer. Sehr gut. So. Ich glaube, wir penetraten einfach mal ein paar weg. Die Waffe macht nämlich mega Bock. Der hat uns zwar jetzt einmal kurz getroffen. Aber ist nicht so schlimm. Der dürfte an die Wand genagelt sein, oder? Der bewegt sich zumindest nicht mehr, der da hinten. Und da oben steht auch nichts mehr. Sehr gut. Ich glaube, die Szene hier ist auch geklärt über mir. Ist nichts. Sehr gut, das heißt, hier ist alles tot. Hier ist ein Fahrstuhl, in dem wir vielleicht früher oder später rein können. Da haben wir einen Reflexbooster. Oh ja, da sind noch welche. Oh, da oben ist noch einer. Auf den warten wir jetzt einfach. Bis der kommt. Da kommt er. Und dann kriegt er es nämlich auf. So. Ja, die Penetrator geht echt ab, ey. Irgendwie habe ich die jetzt voll lange nicht benutzt. Und ich merke jetzt erst wieder, wie geil die eigentlich ist. Ich habe die ganze Zeit mit dieser anderen Knarre da gekämpft. Und merke jetzt gerade, wie die Penetrator richtig, richtig steil geht. Richtig cool, die Knarre. Egal, wir nehmen jetzt erstmal hier noch diesen Reflexbooster. Haben dadurch wieder unsere Reflexe dauerhaft erhöht. Das heißt, wir können länger den Slow-Motion-Modus machen. Hier scheint alles tot zu sein. Ich höre auch gerade nichts mehr. Da haben wir eine Tür, da gucken wir gleich mal. Aber erst gucken wir uns um. So. Oh, hier finden wir noch eine Rüstung. Oh, sogar zwei Rüstungen lagen hier. Was mir aufgefallen ist, wir haben schon längere Zeit keinen Health Booster mehr gefunden. Jetzt generell Booster haben wir lange Zeit nicht gefunden. Jetzt das erste Mal wieder ein Reflex Booster. Aber einen Health Booster hatten wir schon länger nicht mehr. Achso, jetzt sind wir oben. Okay, nee, dann gucken wir erstmal bei der Tür hier hinten, die hier noch war. Ob wir da noch in irgendeinen Geheimraum kommen oder so. Hier. Nee, die geht nicht auf. Okay, aber wir haben dadurch ein paar Replikasoldaten getriggert, so wie es aussieht. Wir haben da jetzt Replikasoldaten gesehen. Vielleicht kommen die jetzt hier. Genau, da sind sie nämlich. Da müssten noch welche sein. Wo? Ich kann ihn gerade leider nicht sehen. Boah, Alter, er schreckt mich nicht so.
Da müssten aber noch welche sein. Ey, jetzt haben die mich zweimal erschrocken, weil die mich jedes Mal von der Seite angeschossen haben, wo ich gerade nicht geguckt habe. Aber hier ist noch einer. Ich wette, wenn ich mich jetzt gleich wieder umgucke, steht er da wieder. Testen wir es einfach mal. Ich gucke mich jetzt hier um. Ups, nein! Scheiße! Ich stehe hier gerade richtig kacke. Ich stehe im Prinzip schon draußen, das wollte ich eigentlich nicht. Ich weiß nicht, ob ich jetzt wieder zurückkomme. Komm, bitte. Oh ja, boah, das gesehen, ich bin aus Versehen aus dem Fenster raus. So. Da ist die Sau. Dem schießen wir jetzt einfach mal ins Gemäch. Sehr gut. Das war's. Dann ist der nämlich auch weg. So, dann dürften wir das hier nämlich geschafft haben. Das war jetzt gerade echt knapp damit mit dem Fenster. Und dass mich die Leute vor allem zweimal erschrocken haben. Aber egal. Die haben sich hier auch richtig schön verbarrikadiert. Aber egal, wir kriegen hier noch eine neue Rüstung. Was sehr gut ist. Und auch hier noch ein paar Granaten, denn die haben wir fast alle gehabt. Hier noch ein bisschen Penetrator-Munition. Kann man auch nie genug haben. Und dann geht's hier weiter. Da haben wir wieder eine verschlossene Tür. Hi. So, den knallen wir auch direkt ab. So, der kriegt's auch direkt in den Kopf. Das Gute an der Penetrator ist halt, dass die absolut nicht verzieht, wenn man mit der schießt. Das heißt, wenn man einmal den Punkt hat, wo man hinschießen will, dann schießt man auch auf diesen Punkt. Und nirgendwo anders hin. Und das ist halt bei den anderen Knarren nicht so. Da sind noch welche. Ich habe nämlich gerade welche gehört. Ich weiß nur nicht wo. Gehe hier einfach mal heimlich rein. Da ist eine Heavy Armor. Das haben wir gerade mit allem um uns geschmissen, was es überhaupt gibt. Oh, und die lebt sogar noch. Ich muss mich gerade mal ein bisschen zurückziehen. Sehr gut. Alles ist tot. Ich frage mich, warum die Heavy Armor jetzt gerade so krass überlebt hat. Obwohl ich da wirklich alles ins Gesicht gepfeffert habe, was es überhaupt auf der Welt gab. Aber sie hat es überlebt irgendwie. Ah, wenn man vom Teufel spricht, da haben wir einen Health Booster gefunden, sehr gut. Ich hatte ja gesagt, wir haben schon länger keinen mehr gefunden. Hier haben wir allerdings einen. Hier ist ein zues Tor, hier geht's also nicht weiter. Normalerweise wäre man diesen Gang hier gekommen, wenn man nicht durch das Fenster gesprungen wäre. Darum gucken wir jetzt hier auch weiter. Wir gucken noch nach. Gut, da können wir nicht rüber springen. Ich gucke trotzdem nochmal hier. Ne, hier war aber nichts mehr. Ne, gut. Gucken wir hier. Ne. Also ihr seht schon, dieses Level hier, das hat, was Replikasoldaten angeht, wirklich in sich. Also, mit so vielen Replikasoldaten hatten wir es bisher noch gar nicht zu tun. Ich habe nur noch 10 Schuss und ich sehe leider nichts. Ich habe auch keine Granaten mehr eigentlich. Na egal, ich muss mich hier weiter vortrauen. Ich bin allerdings noch voll überall, ja. Hier lag noch eine Granate, sehr gut. Ja, also gegen so viele Replikasoldaten haben wir echt noch nicht an einem Stück gekämpft. Noch eine Heavy Armor? Was ist denn hier los? Scheiße, der hat sogar die Laserknarre, ey. Fick die Hände. Egal.
Dann bekämpfen wir Laser mit Laser. Das ist mich auch noch, der Wichser. Zack, das war's. Das ist noch ein normaler Replika-Soldat. Der ist jetzt aber auch weg, sehr gut. Alter, also das Level jetzt hier hat's echt in sich. Hier sind ohne Ende Replika-Soldaten. Ich will jetzt aber erstmal nochmal hier erforschen, weil hier bin ich gerade einfach relativ schnell durchgelaufen. Ohne genau zu... Obwohl, ne, hier war ich schon, okay. Aber wir haben uns wenigstens noch das Health-Pack geholt. Hier war nichts mehr. Genau, hier bin ich gerade einfach durchgerusht, ohne zu gucken, wo es was hier noch so ist. Aber hier ist nichts mehr. Das ist echt krass, wie viele Replika-Soldaten hier sind. Hier geht's wieder raus. Ah, und da ist Alice Wade. Sehr gut, wir sind da, wir haben es geschafft. Kein Wunder, dass hier so viele sind. Denn hier geht's zu Alice Wade. Alles klar, wir haben sie jetzt gefunden. Gut, also war die Missionsbeschreibung doch richtig. Wir haben ja in der Missionsbeschreibung gelesen, dass es wahrscheinlich hier im Verwaltungsgebäude von Replika-Soldaten nur so wimmelt. In den letzten Videos war es zwar so, dass wir fast die ganze Zeit alleine waren. Aber jetzt hier, wo wir zum Büro von Harlan Wade kommen, um Alice Wade zu finden, waren wirklich viele Replika-Soldaten da. Das heißt, wir haben es jetzt geschafft. Wir sind da, wo wir hin wollten. Das wird Alice Wade sein. Da haben wir außerdem noch ein Telefon. Und ein Laptop scheint da auch zu stehen. Also wir werden können jetzt demnächst sehr, sehr viel erforschen und sehr, sehr viel rausfinden vor allem. Das werden wir heute aber nicht mehr machen. Ich werde jetzt hier vor der Tür speichern, dass wir dann im nächsten Video dann mit Alice Wade weitermachen können. Ich verabschiede mich. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Heute mal eine richtig krasse Action-Episode. Unsere Penetrators leider alle. Die Laserknarre können wir mal nachladen. Haben da jetzt noch 28 Schuss drin. Die ist noch fast voll. Ist aber auch egal. Wird schon passen. Ich verabschiede mich und wir sehen uns übermorgen wieder. Ciao, Leute.